Als wir an der Universität als Doktorand noch angestellt waren, war unser Geschäftsmodell das eines Beratungsunternehmens. Das heißt, Unternehmen haben uns kontaktiert, die mit von Gedächtnistechnik arbeiten wollten. Wir haben Analysen gemacht, Marktrecherchen gemacht. Und aus diesen ganzen Analysen und Studien sind dann irgendwann Entwicklungsprojekte geworden. Wir mussten das Unternehmen zum Entwicklungsdienstleister weiterentwickeln, klassische Ingenieurtätigkeiten machen. Und auch als diese irgendwann erfolgreich waren, war der Bedarf der Kunden da, dass wir herstellen durften. Und so sind wir dann zum Produzenten geworden. Das war für uns ein riesiger Schritt, eine sehr große Herausforderung, aber letztlich genau das, was wir erreichen wollten. Aus der Technologieberatung heraus ein Produktionsunternehmen zu werden, was dann hier in Bochum Formgedächtnislegierungen produziert. Was ist eine Formgedächtnislegierung? Eine Formgedächtnislegierung ist ein metallischer Werkstoff, der sich nach einer Verformung, zum Beispiel durch eine Erwärmung, an seine eingeprägte Form zurückerinnern kann. Und damit kann man technische Aufgaben realisieren. Man kann Ventile öffnen oder schließen, Klappen öffnen, verriegeln, entriegeln und ganz viele andere technische Aufgaben damit abbilden. Das ist vor allem auch für die Automobilindustrie interessant. Zumindest in unserem Fall war es die Automobilindustrie der erste Markt, wo wir unsere Produkte platzieren konnten. Und dort waren es FGL-Federn, die in Thermostatventilen diese Ventile steuern, in Abhängigkeit von der Temperatur des durchfließenden Mediums. Jetzt sind auch Medizintechnikhersteller auf Sie aufmerksam geworden. Sie sind in Joint Venture eingegangen. Wohin geht da die Reise? Genau, wir haben Anfang diesen Jahres ein Joint Venture gegründet mit einem amerikanischen Unternehmen, der Resonetics. Das ist ein Auftragsfertiger für Nickel-Titan-Produkte in der Medizintechnik. Und unsere Aufgabe ist es eben jetzt auch, die Medizintechnik mit Nickel-Titan zu erschließen. Das heißt, wir sollen Drähte produzieren für Führungsdrähte oder Stents, Rohre oder Bleche, aus denen dann medizinische Instrumente oder auch langlebige Implantate hergestellt werden sollen. Und dafür bauen Sie jetzt demnächst noch eine Produktion auf? Wir müssen eine weitere Produktion aufbauen. Genau, es geht dabei um die Rohrproduktion. Wir wollen es abbilden, dass wir hier in Bochum von der Schmelze bis zum fertigen Rohr alles nicht unter einem, sondern unter zwei Dächern abgebildet bekommen, aber alles hier auf diesem Standort, auf diesem Gelände, um letztendlich sehr, sehr saubere Legierungen und Halbzeuge bereitzustellen, aus denen sehr langlebige Implantate für die medizinische Versorgung hergestellt werden können. Und aus diesen ganzen Analysen und Studien sind dann irgendwann Entwicklungsprojekte geworden. Wir mussten das Unternehmen zum Entwicklungsdienstleister weiterentwickeln, klassische Ingenieurtätigkeiten machen. Und auch als diese irgendwann erfolgreich waren, war der Bedarf der Kunden da, dass wir herstellen durften. Und so sind wir dann zum Produzenten geworden. Das war für uns ein riesiger Schritt, eine sehr große Herausforderung, aber letztlich genau das, was wir erreichen wollten. Aus der Technologieberatung heraus ein Produktionsunternehmen zu werden, was dann hier in Bochum Formgedächtnislegierungen produziert. Was ist eine Formgedächtnislegierung? Eine Formgedächtnislegierung ist ein metallischer Werkstoff, der sich nach einer Verformung, zum Beispiel durch eine Erwärmung, an seine eingeprägte Form zurückerinnern kann. Und damit kann man technische Aufgaben realisieren. Man kann Ventile öffnen oder schließen, Klappen öffnen, verriegeln, entriegeln und ganz viele andere technische Aufgaben damit abbilden. Das ist vor allem auch für die Automobilindustrie interessant. Zumindest in unserem Fall war es die Automobilindustrie der erste Markt, wo wir unsere Produkte platzieren konnten. Und dort waren es FGL-Federn, die in Thermostatventilen diese Ventile steuern, in Abhängigkeit von der Temperatur des durchfließenden Mediums. Jetzt sind auch Medizintechnikhersteller auf Sie aufmerksam geworden. Sie sind in Joint Venture eingegangen. Wohin geht da die Reise? Genau, wir haben Anfang diesen Jahres ein Joint Venture gegründet mit einem amerikanischen Unternehmen, der Resonetics. Das ist ein Auftragsfertiger für Nickel-Titan-Produkte in der Medizintechnik. Und unsere Aufgabe ist es eben jetzt auch, die Medizintechnik mit Nickel-Titan zu erschließen. Das heißt, wir sollen Drähte produzieren für Führungsdrähte oder Stents, Rohre
oder Bleche, aus denen dann medizinische Instrumente oder auch langlebige Implantate hergestellt werden sollen. Dafür bauen Sie jetzt demnächst noch eine Produktion auf. Wir müssen eine weitere Produktion aufbauen. Genau, es geht dabei um die Rohrproduktion. Wir wollen es abbilden, dass wir hier in Bochum von der Schmelze bis zum fertigen Rohr alles nicht unter einem, sondern unter zwei Dächern abgebildet bekommen, aber alles hier auf diesem Standort, auf diesem Gelände, um letztendlich sehr, sehr saubere Legierungen und Halbzeuge bereitzustellen, aus denen sehr langlebige Implantate für die medizinische Versorgung hergestellt werden können.